Wir haben natürlich, und das ist das Schöne daran, und begrüße ganz recht herzlich, logischerweise alle Expedienten, alle Kolleginnen und Kollegen aus den Reisebüros, ich stelle mal die Flasche Wein weg, ist ja Wahnsinn, ich halt mich gerade am Ball fest, natürlich, die uns live zugeschaltet sind, unsere Partner, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Wir haben irre viel heute Nacht bequatscht, es ist wahnsinnig viel passiert, reflektier mal so ein kleines bisschen Griechenland und Zypern 2020 in der Nachbetrachtung. Reflektieren wird ein bisschen schwierig sein, aber feiern kann man ja auf jeden Fall, dass alles wieder offen ist. Es war eine lange Durstperiode, den ganzen Winter. Wir haben mit Bange gewartet, was wird passieren, was kommt noch, die vierte Welle, die fünfte Welle. Und wir haben ja sehr viele Erfahrungen gesammelt letztes Jahr mit dieser Situation, besonders in Griechenland, haben es gut über die Runden gebracht, haben jede Menge zufriedene Gäste willkommen heißen dürfen. Und wir haben uns voll gefreut auf dieses Jahr. Und wir sind, glaube ich, voll gut vorbereitet für alles, was kommen wird. Sowohl in Griechenland wie auch auf Zypern. Es ist ja wirklich ein Wahnsinn. Ich meine, es ist ein Run momentan auf Griechenland. Was ich toll finde, dass es auch nicht nur griechische Inseln sind, sondern dass das Festland auch ein bisschen in den Fokus gerückt ist. Also wirklich Griechenland und Zypern erlebt ja keine Renaissance. Das war ja grundsätzlich immer stark gebucht. Aber ich glaube, das wird ein Booming-Jahr, ne? Es ist auf jeden Fall ein Jahr, wo die Leute endlich mal das erleben dürfen, so früh wie möglich, wie sie es haben möchten. Und dass die Destination war immer sehr beliebt und immer gut im Rennen, was die touristische Markt betrifft. Und es hat sich, wie gesagt, bewährt, was letztes Jahr alles ausprobiert wurde, die Protokolle, die eingehalten wurden, die Flughäfen, die voll gut vorbereitet waren, die Agentur, die mitgemacht hat, die Gäste selber, die diszipliniert in der Destination gehandelt haben und verantwortungsvoll. Und natürlich die Tatsache, dass es einfach ein Land ist in der Europäischen Union, in der gemeinsamen Familie, genauso wie Zypern, ungefährlich, recht sicher, was die Abwicklung betrifft und natürlich auch mein Lieblingsland. Und somit, wenn ich da sage, dann ist es wohl so. Ach, Kyriakos, das ist, ich könnte weinen, ich könnte mich in Föte. Sag mal, ist dir nicht warm? Ich schwitze mit. Was heizt ihr denn hier, sag mal? Hast du die Heizung angemacht, Krischi? Erdgas? Ich bin die. Boah, ich glaube. Visagistin, wir vermissen die Visagisten. Ich glaube, ich komme in die Wechseljahre. Das kann natürlich gut möglich sein. Oder das ist das Testosteron. Weißt du, das Uso ganz besonders auf das Testosteron wirkt. Ach was? Habe ich mir sagen lassen. Ach so, das ist ja schön. Dann können wir das Fläschchen ja gleich verwenden. Wir haben ja später nicht, wir haben ja nichts vor. Genau, wir nicht. Hoffentlich die Expedienten und die Gäste, die uns jetzt zusehen. Die sollten was vorhaben. Wir sind live bei Instagram, bei Facebook, bei XP-Point, bei, wo noch? YouTube. Das ist ja Wahnsinn. Wir sind normalerweise, wir könnten TikTok-Tanz noch machen oder sowas. Wir könnten ja. Ich fühle mich ja wie 18 oder so. Ja, wir sind total hip. Wir sind vollkommen trendy und Szene und alles. Also. De facto, apropos, was kommt noch gut an? Das Thema Umbuchung ist natürlich so ein Thema. Soll man es ansprechen? Ja, man soll es ansprechen. Was gibt es da zu berichten? Die Sache ist die, natürlich, keiner war sich sicher, was passieren wird. Die Leute haben tatsächlich auch im Winter gebucht, auch bis jetzt gut gebucht. Und die Fluggesellschaften waren sich auch nicht sicher, die Politik sowieso nicht. Das Ziel wusste auch nicht, wann genau eröffnet werden soll. Wir haben ja dieses Thema mit den Inzidenzen. Nur zur Erklärung, wenn Athen und Attika eine Inzidenz von 200 haben und da wohnen 30% der Bevölkerung des Landes, ist es ja klar, dass das Land im statistischen Mittelwert auch eine hohe Inzidenz haben wird. Was aber nicht stimmt, auf den Inseln sind die Inzidenzen niedriger und schon die ganze Zeit gewesen. Anyway, das nur zur Erklärung der Situation. Das ist Wahnsinn. Der mutiert gleich zum Virologen, Epidemiologen und alles. Anyway. Und durch diese ganze Unsicherung und Verunsicherung der ganzen Player im System mussten wir jede Menge Sachen umbuchen, ändern, Flugänderungen annehmen und hinnehmen und müssen auch etwas mit unseren Gästen hantieren, die Geduld verlangen. Jetzt aber ist es vorbei. Ab 14.05. ist die Saison eröffnet, das Flugprogramm steht und das Positive daran ist, dass alle Fluggesellschaften sogar ihr Flugangebot nach Griechenland erweitert haben. Das heißt, alles, was wir verloren haben im Winter, alles, was dahin gegangen ist, ist wieder zurück.
und alle wollen eben dieses Ziel so gut wie möglich bedienen. Also insofern können wir davon ausgehen, dass das alles einfach gut weitergeht, wie wir es uns wünschen. Ja, das ist, weißt du, es ist auch Zeit für positive Nachrichten. Richtig. Das ist einfach dieses ganze Negative, Mann, das ist belastend. Und ich meine, da müssen wir natürlich nicht großartig drüber reden. Das geht euch de facto genauso, ob Partner oder aber natürlich die Kolleginnen und Kollegen aus den Reisebüros. Was ich genial finde, ich habe ja nun 97 bis 99 jeweils immer von März bis November auf Kreta, war ja dafür in Aljana zuständig, dann 99. Ich habe mir immer damals gewünscht, weil ich finde, der November zum Beispiel ist ein traumhaft schöner Monat. Ich habe mir immer gewünscht, lass doch die Hotels offen, lass doch die Flieger wirklich noch nach Kreta gehen. Ja, jetzt im Falle Kreta sage ich das nur mal im Speziellen, weil das ist, man verpasst so viel Schönes in dieser Richtig. Zeit und ihr habt es wahrgemacht. Gut, dass du es ansprichst, Kai. Es ist für mich auch eine Herzensangelegenheit. Ich kenne die Destination sehr gut. Ich habe mich immer gewundert, wieso ist am 31.10. alles klar? Ja. Warum? Am 1. November ist das Wetter genauso gut wie am 31. Sogar am 20. ist es genauso gut. Es waren viele Sachen, die da mitgespielt haben. Die Veranstalter, die Agenturen, die Hoteliers selbst. Eine gewisse Nicht-Sicherheit, was die Buchungssituation betrifft, was die Buchungszahlen betrifft. Aber das sind die positiven Sachen eines schlechten Ereignisses wie diese Pandemie. Dadurch, dass wir die ersten Monate verlieren, werden wir auf jeden Fall die Saison in den November weiterführen. Wir wollen es verlängern. Super. Wir werden mit eigenen Flugkapazitäten da handeln, auf Heraklion und nach Rhodos bis zum 28.11. Wir gehen davon aus, dass Hotelpartner zu finden sein werden. Ich spreche euch direkt an, die da mitmachen werden. Es ist eine Chance fürs Land und es ist natürlich auch eine Geschichte, die dann für immer gelten kann, obwohl nichts ist für immer, aber verstehst du, das können wir ja, dann in jetzt in der Zukunft. Der griechische Philosoph, Kyriakos Varakos, nichts ist für immer. Mein Gott, das ist so viel Weisheiten, das ist, ich glaube, andere Wirkung als nur. Ja, natürlich Aristoteles, natürlich, ja. Hat er auch getrunken? Ja, die haben alle getrunken. Die haben sich ihren Abgeschnitten getrunken. Ach, der Diana, die haben das wahrscheinlich noch geraucht. Was aber natürlich echt nochmal, du musst das nochmal ansprechen, was einfach so genial ist, dass möglich aufgebrochen werden durch einen weiteren Monat. Da mag man vielleicht sagen, naja, mein Gott, das ist ein Monat mehr. Aber Nein. Ich finde das toll, dass dieser Richtig. November, weil es wird wieder alles grün. Es regnet Richtig. Hier und da mal ein bisschen. Es wird wieder alles grün. Es ist im Endeffekt, ist es der schönere Frühling nochmal hinten raus. Es ist unser goldener Oktober, ist der November in Griechenland. Das ist richtig gut so beschrieben, glaube ich, weil einfach die Tage werden etwas kleiner, kürzer. Die Sonne sticht nicht so sehr, besonders auch in Heraklion und in Rhodos. Ja. Wer da gewesen ist zwischen Juli und September, kann ein Lied davon erzählen. Ja, da muss der Teflon beschichtet sein. Es ist eine wunderbare Angelegenheit, aber nicht für jeden. Und dadurch hat man natürlich auch die Möglichkeit, mehr vom Land zu sehen. Es ist alles viel, viel ruhiger. Die Weinsaison ist vorbei, der neue Wein ist da, der kommt seit Oktober wieder. Der griechische Rioja. Der griechische Rioja. Der Raki auf Kreta ist da, der Ouzo in Nordgriechenland ist da. Beim und Raki, so weiter. Also das ist cool, weil es ist ja der Raki-Brand, der fiel ja immer so gegen Ende der Saison. Das ist jetzt nochmal wunderbar genießen. Immer aufpassen beim Raki, wenn der frisch gebrannt ist, wenn man davon zu viel trinkt, dann wachsen einem lange schwarze Haare unter den Fußsohlen und man sinkt grundsätzlich nur noch rückwärts. Das ist also, ne, Raki ist, da muss man... Also warmer Raki, erste Brennung, das ist ein Erlebnis. Ich hab's vergessen. Ich weiß nicht, warum. Kannst du eigentlich vergessen? Ich hab's vergessen, dass ich mich daran erinnern kann. Muss in den 80ern gewesen sein. Ja, es gibt keinen, der sich daran erinnern kann. Aber deswegen haben wir es eigentlich gemacht. Deswegen haben wir gesagt, wir verlängern bis November der Raki-Brand. Der muss einfach mal mitgenommen werden. Ganz genau. So, dann haben wir natürlich News. Wir haben News, wir haben aber auch Klassiker im Programm von FDI zum Thema Griechenland und Zypern. Was sind da so die Facts, die dich am meisten kitzeln? Also, wir haben auf jeden Fall unser Portfolio erweitert. Wir haben sehr viele neue und gute Partner dazu gewinnen können. Wir haben ein absolut bombastisches Flugprogramm. Wie gesagt, das war im Winter so, dann musste es unterbrochen. Jetzt ist es wieder vollständig da. Und wir haben eine tolle Agentur vor Ort, die sich großartig um unsere Gäste kümmert.
Neue Ausflüge haben sie vorbereitet. Es wird jetzt für den Anfang der Saison ein kleines Schmankerl geben für die Leute, die jetzt in der Destination reisen bzw. jetzt buchen. Da wird es ein paar Goodies geben. Davon verrate ich noch nichts. Das kommt alles noch, wird alles noch offiziell gemacht. Das ist ja ein inoffizielles Gespräch hier. Ne? Das ist ein total inoffizielles Gespräch. Das ist voll inoffiziell. Wir sind ja eigentlich alleine. Stimmt. Magst du nicht trotzdem irgendwann kurz eben wenigstens ansatzweise erzählen? Magst du nicht? Aber wo inoffiziell? Der Jannis lässt anfangen, was auf Zypern abgeht. Der Jannis! Zypern. Zypern ist ja unsere lieblingskleine Schwester. Ich wollte ja gleich darauf kommen. Danke für die Frage, danke für den Einwurf. Wir wollen uns ja nicht hier nur auf eine Seite beschränken. Es ist ja auch so, dass Zypern für uns bei FDI einen enormen Stellenwert hatte und hat. Wir haben immer wieder versucht und es immer wieder auch durchgezogen, mit eigenen Flugkapazitäten Winter wie Sommer zu pushen. Machen wir dieses Jahr auch und wir legen auch sehr großen Wert und sehr viel Hoffnung in den Winter, der kommen wird. Der Sommer ist momentan etwas schwierig insofern, weil Zypern sich nicht ganz geöffnet hat. Sie haben dieses Ampelsystem, was sie von den Engländern übernommen haben. Deutschland ist leider noch rot, das heißt PCR-Tests und Quarantäne und alles Mögliche. Wir gehen davon aus, dass dadurch, dass die Zahlen in Deutschland runtergehen, wird Deutschland auch aufgemacht für die Destination. Sie ist meines Erachtens eine Perle im Mittelmeer, unangetastet, hat ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis, was die Hotellerie betrifft und den ganzen Service, ist, was Alkoholiker und Sonstiges, was man zu sich nehmen kann, adäquat zu Griechenland zu sehen. Mhm. In mancher Hinsicht ist vielleicht Sivania sogar etwas besser, wenn man es weicher mag. Und wir haben da tatsächlich sowohl in Paphos, wie auch in Larnaca ein volles Programm mit allen interessanten Hotels. Und wir gehen davon aus, dass wenn jetzt Griechenland anzieht, was momentan sehr stark anzieht, es ist ja auch die Hauptdestination sozusagen, dass Zypern nachkommen wird, was wir auch an den Zahlen momentan auch sehen. Es ist ja nicht so, dass es sich zurückbildet, sondern gerade auch positiv entwickelt. Du musst hau mal ein bisschen Uso nach. Ne? Der Motor muss geschmiert werden. Ich fand das so interessant, es war ja von der European Tour, waren zwei Turniere hintereinander auf Zypern. Und interessanterweise sprach mich dann ein Kollege von Sat.1 an und der sagte, da kann man ja, die sind ja Traum, also die hast du die Plätze gesehen, ich finde es schade, dass man Zypern, dass es so schwierig ist, Zypern weiterzugeben, Zypern zu entdecken. Das ist ein Traum. Es ist was für Radfahrer, Wanderer. Du kannst wirklich ja alles machen. Du kannst Trekking, du kannst Hiken, du kannst klettern gehen, du kannst River Rafting machen, du kannst Tennis spielen, Golfen. Du siehst Schnee im August, weil da geht es den Olibus von denen, wo tatsächlich Schnee ist. Olibus? Ich wollte gerade sagen, mit dem Omnibus. Du kannst auch da hochfahren. Heißt der Olibus? Olibus, heißt das Olibus? Ich habe keine Ahnung, aber ist ein hoher Berg. Ist ein hoher Berg, mitten in der Insel und es ist immer verschneit. Also man kann tatsächlich Schnee sehen und auch erleben, auch im Sommer. Ich habe heute Morgen auch irgendwie Schnee gesehen, als ich die Augen aufgemacht habe. Das war bei München. Das ist unsere Nacht war einfach ein bisschen. Sag mal, wollen wir jetzt, komm, wir stoßen mal wenigstens einmal ganz kurz eben an, weil wir kommen ja jetzt. Ja, genau, jetzt können wir starten. Aber wir wollen ja noch ja, natürlich. Zum Abschluss natürlich. Unsere Freunde und deswegen Partner willkommen heißen. Boah, trinken wir jetzt echt Uso? Und uns dafür, nee, das ist nur Wasser. Ich habe nur Wasser gedacht. Das ist nur Wasser da drin. Okay. Ach so, okay. Also, dann ist gut. Wir dürfen ja das hier. Das ist aber ein. Ach komm, jetzt ist das ist ja. Das ist ja. Das ist ja. Das ist was das? Ist das Milch oder was ist das hier? Schon wohl. Vielen Dank für die Einladung. Es ist ganz eine großartige Sache, was ihr hier macht. Was ihr FDE macht. Was wir alle hier machen. Streaming. Und das ist ja auch eine Premiere, ne? Das ist alles eine Premiere. Und ich finde das einfach toll, was heutzutage so möglich ist. Ne? Da ist nichts mehr mit, kein Telefon mehr mit Wählscheibe hier, ja, kein Röhrenfernseher. Muss ganz ehrlich sagen, ich finde das toll. Ich finde ja dieses Internet, finde ich ja total klasse. Ne? Da ist ja. Internet. Ja, das Internet. Da ist ja, was sich da alles tummelt, das ist ja total verrückt. Als ich angefangen habe, haben wir die Buchungslisten per Fax bekommen. Und wir dachten, das ist revolutionär. Das ist Kyriakos hat, also als der das erste Mal in den Reisewelten eintauchte, da war alles in Schwarz-Weiß. Das ist Wahnsinn. Als der das erste Mal wirklich Griechenland in Bunt gesehen hat, der ist ja komplett auf den Hintern gefallen. Damals. Da gibt es Sachen. Ne?
1933 war es. Als Ichüt Neckermann. Ja, du, mein Plato. Ja, sensationell. Achso, wir haben grandiose Partner. Wir haben ein tolles Programm heute. Super Programm. Und sie stehen euch gleich, liebe Kolleginnen und Kollegen aus den Reisebüros, liebe Expis, die stehen euch natürlich gleich zur Verfügung. Ja, mit Rat und Tat. Darf ich sie benennen? Aber ich möchte sie gerne benennen. Erstens mal, damit ich mich bedanke bei denen, dass sie mitmachen. Und weil sie wirklich tolle Partner sind, was das Ziel betrifft, was die Professionalität, die Hotellerie und alles. Also wir haben die Ecos-Kette, wir haben die Grec Hotels bei uns, wir haben die Aldemar-Kette, wir haben das Anxana Corfu, ein Neubau, eine Rieseninvestition auf Corfu, das alte San Stefano, weiß man, das ist von Griechenland. Oh, das ist cool. Das ist cool, ne? Wir haben die Konstantinopros mit Athena Beach, Athena Palace in Paphos. Wetten, dass Janis jetzt auch bei einem Urlaub sitzt. 100% sich melden und sagt zum Wohl. 100% sitzt Janis auch da. Dann dazu noch die Sunny Seekers, das sind die neuen Radisson Hotels in Larnaca und Paphos. Und wir haben auch das Callisto Leptos mit des Coral Beach. Das ist ein tolles Haus. Condor? Und die Condor haben wir auch. Also. Die Condor haben, die haben zugesagt? Ja, natürlich. Die lassen sich sowas nicht entgehen. Natürlich. Die Condor lässt sich sowas nicht entgehen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das möchte ich jetzt einfach mal, das würde ich sonst auf jeder Bühne tun. Liebe Condor, ihr seid einfach echt ein total geiler Verein. Ich muss echt sagen, das muss ich einfach mal loswerden, was ihr alles für Täler durchschritten habt. Ja? Und wenn man sich mal anguckt, was Meister Teckentrupp auf die Beine stellt, der müsste jedes Jahr Manager des Jahres werden. Ich finde das großartig. Und setzt euch, ja, man muss sich auch mal durchsetzen können. Ich finde das toll, dass dieses Agreement jetzt geschlossen worden ist. Ich weiß nicht, ob ich mir jetzt den Mund hier verbrenne oder nicht, aber ich sage ja immer, was ich denke. Ist inoffiziell. Ich finde das großartig, dass man da eine Einigung mit der Lufthansa gefunden hat. Das finde ich ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Condor, da wir mit der Vergangenheit angefangen haben, ist auch einer der ältesten Fluggeber überhaupt für Griechenland und bietet alles an, also die großen Inseln und alle kleinen, was wir auch alle im Programm haben, Skiathos, Kefalonia. Das ist eine tolle Marke. Damit bin ich aufgewachsen und damit möchte ich auch gerne irgendwann mal in die Kiste hüpfen. Also das ist, Condor muss es ewig geben. Auf jeden Fall. Nicht in die Kiste hüpfen. Nein, das ist. Aber guck mal, schön, ne? Also cool, schön. Ich finde das toll, dass die Toilette direkt vorm Bett ist. Finde ich groß. Ist das modern? Ja, das ist total modern. Ganz modern. Ja, das ist aber. Nebenbei, ich finde das ja toll. Unser alter Bekannter Tobi Pflanz, ne? Gerade noch bei FDI USA, jetzt schon bei Ecos Sani. Vangelis ist wieder mit dabei. Ah, Vangelis ist wieder back to Grec Hotel. Back to the roots, to Grec Hotel. Also ist ja gut, der wird ja auch nicht jünger, der Vangelis. Der Vangelis, der wird ja nicht, den habe ich jetzt gesehen. Also das ist der Zahn der Zeit nagt auch langsam. Da muss man ja seine Schäfin ins Trockene bringen. Das stimmt. Er wird bestimmt jede Menge Fanpost bekommen. 100%. Also ich gehe davon aus, dass allein Vangelis, ich weiß nicht, die Zuschauerzahlen verdoppelt wird. Hundertprozentig. Der hat ja auch angekündigt, der wird definitiv in der Badehose. Er hat ja so eine Zebra-Badehose. Hat er gesagt, die zieht er an und sonst nichts. Also, wie gesagt, Gesundheit. Das ist sehr, sehr schön. Das bei Vangelis in der Badehose, da geht da hinten gleich wieder die Luzi ab. Haben wir sonst noch jemanden vergessen? Nein, wir haben keinen vergessen. Wir haben alle sie erwähnt und wie gesagt, wir freuen uns sehr, dass Sie dabei sind. Es war auch toll, wie Sie sich alle freiwillig gemeldet haben. Wir haben keinen Druck. Sie haben gesagt, wir kommen, wir machen es gerne, weil es eine tolle Idee ist. Ich finde es eine tolle Idee, dass wir dieses Medium benutzen, um vielleicht machen wir was im Juli oder so. Das ist kein Medium, das ist Chris. Das ist kein Medium. Das ist einfach nur Chris. Das ist Talent, kein Medium. Nein, das ist auch Talent nicht. Das ist alles angelesen. Das kann man auch im Internet alles machen, kann man sich das alles anlesen. Ich finde das großartig, wie der das hier aufgebaut hat. Kann man eigentlich, wenn ich in die Kamera gucke, bin ich dann auch zu sehen? Also, aber wenn ich in die Kamera gucke, dann das ist toll, ne? Und wirklich, ich dachte, der kommt mit einem Handy hier an und dann baut er uns hier diese ganze Flak auf. Bin schwer begeistert. So, Freunde der liebe Holder Engel, wollen wir an die Partner abgeben? Ja, gerne, weil die haben bestimmt viel Besseres zu erzählen, als was wir hier jetzt momentan vor uns geben. Ich finde das, also weißt du, am Anfang warst du echt nett und jetzt hinten raus musst du, da wirst, komisch, du so, ne? wirst du so komisch. Echt, das ist war gestern, war heute Nacht, ja, ja. Weiß kaum, bist du bei YouTube schon hier. Schön mal hier, flieg nicht so hoch, mein Gott. Also, ich würde einfach sagen, feuerfrei, ganz, ganz viel Spaß mit unseren Partnerinnen und Partnern. Holt euch alle Infos. Und was ja das Schöne ist zum Beispiel, man bleibt ja miteinander vernetzt, auch bei XP Point. Das bedeutet, wenn Fragen bestehen, ihr seid jetzt auf alle Ewigkeiten in dem Bund der touristischen Ehe gefangen.
guck mich nicht so lüsternd an, ich gehe alleine ins Bett. So, das war's. Noch ein Aristoteles. Ja, das ist Wahnsinn, ne? Julianus, danke, herzlichen Dank. Ja, wie gesagt, das Gesicht, der Körper, der griechisch-zypriotische Geist von FTI. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, schickt ihm eine Mail. kyriakos.vadakos@fdi.de. Der muss dann auch raus. Viel Spaß, bis dann!